auf. Erste Pause. Wir sind hier auf dem Parkplatz. Gerade auf dem Weg nach Bayern. Oder jetzt mittlerweile sind wir schon in Bayern. Welche Höhe sind wir hier, Ecki? Ellwangen. 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 I don't know. Ja, kennt keine Sau. Auf jeden Fall sind wir auf dem Weg runter Richtung Füssen. Wir machen einen Overnighter, 2 Nächte, 3 Tage. Wandern von Seeg über Füssen zum Schloss Neuschwanstein. Das Wetter ist mehr als beschissen und das ist auch ganz gut so, denn wir mögen Regen. Jetzt erstmal kurzer Zwischenstopp am Parkplatz, pissen gehen und dann geht's weiter. Bis gleich. Freust du dich auf die Tour, Ecki? Aber sowas von. Das freut mich. Auf jeden Fall. Was haben wir denn hier im Auto? Oh! Das da links ist mein Tasmanian Tiger Pathfinder und das da rechts ist der vom Honey Badger. Das ist der Tasmanian Tiger Range Pack. Das ist zusammen, sind das 200 Liter Rucksack, würde ich sagen. Plus. Plus. Da hinten drin liegt noch der Tasmanian Tiger Trooper Pack. Super. Was machen Sie da mit meinem Handgepäck? Alter, was ist das denn? Was hast du für einen beschissenen Hut auf? Man muss sich ja ein bisschen den Einheimischen anpassen. Ja, ich weiß nicht, das wäre mir ein bisschen zu albern. Ja, so sind die Leute. Was will man da machen? So, wir sind am Bahnhof Seeg angekommen. Von hier aus geht die Tour los. Wir versuchen uns jetzt mal die fetten Rucksäcke auf den Rücken zu quälen und dann geht's los. Scheiße, passt du denn hier einfach durch hier, ey? Hier fest. Ich hab einen Reiz, Mist. Können wir los? Na los! Das ist ein schönes Bad. Krokodüse? Nein, Krokodile. Ist das nicht völlig crazy? Ist das Muss ich erstmal auf den Arsch sitzen. Piep! Piep!
IED oder was? Ja, warte. Das ist der nicht querende Back drauf. Da habe ich was in Erinnerung. Boom! Oh. Und Eckdorf? Alles schön. Alles schön? Ja. Hier auch? Jawohl. Ja, wir haben jetzt hier den ersten Anstieg genommen. Wo sind wir jetzt hier, Eckdorf? Auf dem Beichelstein. Jetzt sind wir hier auf dem Beichelstein. Das ist so nicht besonders hoch gewesen, der Anstieg, den wir jetzt hier gemacht haben. Das Wetter ist ziemlich schmuddelig und der Weg, den wir gegangen sind, ist echt ziemlich sumpfig. Und ich bin gerade mit dem rechten Fuß in so eine Fußspur von der Kuh eingesunken und jetzt ist mein kompletter rechter Fuß nass. Die beiden Jungs sind noch einigermaßen fit, obwohl die mehr oder auch gleich viel Gepäck dabei haben. Ich fühle mich allerdings, als könnte ich mich jetzt hier hinlegen und schlafen. Vollkommene Selbstüberschätzung. Trotz allem ist es hier eine super schöne Gegend, auch mit dem scheiß Wetter. Ich habe die Nacht durchgemacht und nicht gepennt. Auf dem Hinweg eine Beefy und zwei Toast gegessen. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie das hier weitergeht. Das Weißbrot macht einen träge. Das sieht man an den Amis. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt hier weiter da vorne runter. Es gibt jetzt einen kleinen Abstieg, Gott sei Dank. Da brauchen wir jetzt nicht mehr weiter bergauf. Aber danach geht es natürlich wieder hoch. Und ja, ich lasse mich einfach mal überraschen, was die Strecke noch so bringt. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Boah, bin ich fertig. Gerade losgegangen und schon komplett im Arsch. Also wir stehen jetzt hier. Circa. Da, so in dem Bereich. Der Stein. Der Butti, der Stein ist übrigens aus Stein. Ich dachte, das wäre Holz. Und das ist aus dem Holz. Pass auf, das ist Butti da aus dem Holz. Auch wenn es kein Stein ist. Und dann würde ich den Stein kleiner als den anderen. Das sind keine Steine, die wir nicht genommen haben. Das ist das eigene Stein. Ich bin wieder hoch, oder? Hä? Ich bin wieder hoch, die Zone lang. Okay. Leute, Glück auf, wir haben uns verlaufen und jetzt sind wir einmal um den Berg rumgegangen, mir hängt die Lunge aus dem Arsch, ich kann überhaupt nicht mehr, bin sowas von fertig, komplett durchnässt, es regnet am Stück, Eckdorf ist vorgegangen, der Badger geht ihm gerade hinterher, ich filme mal in die Richtung, wir haben zumindest jetzt den richtigen Weg gefunden zur Alp, zum Beichelstein, ab da soll es angeblich bergab gehen. Mir geht es jetzt schon bergab. Boah, freue ich mich auf die erste Rast. Wir haben jetzt ungefähr 10 Kilometer hinter uns. Und die gingen eigentlich ausschließlich bergauf. Teilweise mit einer Steigung, die ich so noch nie gegangen bin. Ich habe 24 Kilo auf dem Rücken. Ecki 27, der Badger 32 Kilo, glaube ich. Also jetzt mit dem Wasser drin und so. Die sind alle irre. Jetzt rufen sie schon, ich soll kommen. Da, die Bekloppten. Guckt es euch an. Da sind sie endlich. Glück auf. Leute. Das jetzt hier Beichelstein.
Das ist die Alm, wo wir jetzt hin wollten. Das haben wir jetzt endlich gefunden. Leider ist durch das scheiß Wetter hier alles in Nebel gehüllt. Wenn man so in die Richtung mal guckt, da müsste man jetzt eigentlich die Alpenkämme schon sehen. Aber da ist nichts zu machen. Es ist total diesig hier und keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall komplett durchnässt. Wir brauchen ja besonders mein rechter Schuh. Er ist komplett voll. Das hört sich an wie ein Swimmingpool, das Ding. Wir gehen jetzt erstmal was essen und was trinken und uns ein bisschen aufwärmen und dann geht's weiter, glaube ich. Ja, oder? Hängt auf jeden Fall. Gut. Weiter geht's. Weiter geht's. Der Name, Herr Fletcher, du alter Spritzer. Du kannst mal anstoßen hier noch, oder was? Bist du nicht alleine, oder? So. Ja, Glück auf. Wohl sein, Glück auf. Sei war es genauso, die sind auf der Reihe, Erstnummer und können auf Kauf auch gestochen haben. Jeden Tag haben wir Erstnummer gestochen. Und Luft da dahinter. Nagelschau. Herrlich. Warum sprichst du mit der Katze? Und schieft und schieft und schieft. Dann denkst du wieder mal, das Deck mal seit hier. Ja klar, wenn du mal ordentlich. Da speist ordentlich. Oh nee. Das ist kein Tarnmuster, das ist Eckis Schweiß. Angstschweiß. Ja. Oh, die Kapuze hat angenehme 47,50 Grad. Besser als nass. Da hast du wahr. Die Safthufen. Essen ist nochmal komplett auf. Ja, ja. Oder warum nah? Wie gesagt, wie ich es schon was wir erzählt haben, sind 10 Gesichter mit Alkohol. Die müssen das nicht genießen. Natürlich. Das ist euch ja auch schwer zu sagen, dann die Portion bis jetzt zu essen. Ne? Wie macht man das? Im Großen und Ganzen. Ja, ist das so ein Mittel? Karamellgebäck. Ganz hervorragend. Das geht ja dann. Teufelsschnaps. Teufelsschnaps? Warum ist ja alle? Du hast den ausgetrunken. Ja, ach, das stimmt doch gar nicht. Natürlich. Das stimmt doch. Das wurde alle getrunken. Ja. Wer für mich? So, dieser Ofen hat uns die Sachen gut getrocknet. Nutzer hier aufsetzen. Danke, du auch nicht. Nicht nach raus. Ach, herrliches Wetter. Die Sonne. Das regnet ja gar nicht. Guck mal hier wieder rein. Doch, es regnet. Was? Es regnet. Wo? Ein Stück näher, dann merkst du es. Gedankenregen. Dein Stock? Was? Dein Stock. Mein Stock? Mein Stock. Ich glaube, ich gehe im Stock. Nassen Hut am Kopf, geiler Scheiß. Findest du auch, oder? Ja, du hast einen nassen Hut am Kopf, oder? Oh. Die gefährlichen Bergfrösche. Gebärlichen Bergfrösche. Ja, ja, die 56%. Ja, ja. Das war auch ein Schnäpschen, wa? Meine Fresse. Deutsche Wertarbeit. Ja, auf jeden Fall. Du hast ein bisschen Sprechbutter im Mundwinkel. Ehrlich? Ich bin gerade eingeblasen. Was? Ja, ich bin ein Loch. Ich kann mal ein Loch.
Der Sack ist zu schwer, hör mal. Nicht dein Sack, der Rucksack. Alpen. Guck mal, ob der hier, kann man hier noch was irgendwie näher ranziehen oder so? Nee, sieht nicht so aus. Nee. Weil der hier kommt mir irgendwie genau. Ja, der ist nur anders. Oder ist das ein anderer Lager? Die ziehen sich gegenseitig an irgendwelchen Bändern. Wir gehen einfach mal weiter. Das kann dauern. Alter. Hallo Leute! Jetzt spiele ich hier mal eine Runde in Reiseleiter. Ich nenne es auf dem Weg da hinten hin zum Opfensee. Dr. Vierbein und Dr. Dreibein. Ja. Männer, das könnt ihr noch? Na klar. Na klar? Ist vorbei. Ich verstehe die Frage nicht. Was ist los? Ja. Wer rastet, der rostet. Das ist das Ziel. Ja, weitermachen. So, meine Herren. Da geht's jetzt gleich runter. Ja, ich will nicht mehr. Wir kommen, lass mich ja gleich aufgehen. Ja, finde ich auch. Ich finde, bergunter kann jeder Affe. 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 Jalla. Jalla. Jalla, jalla. So, bevor das hier weiter ausartet, gebe ich zurück. Gebe ich zurück ins Studio. Läuft, läuft. Ui, 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 ui. Oh, meine gelbe Schnur ziehen, da geht das Tor auf. Das geht nicht. Ja, warte. Oh, ich hänge. Warte. Ich hänge irgendwo. Wo hängst du? So. Du hängst? Das hat noch lange keiner mehr zu dir gesagt. Wie hier? Sind wir nicht hier rechts durch, durch das Tor gegangen? Komm jetzt. Schlanke Bauweise, mein Freund. Da war wohl der Schmalhans-Küchenchef, was? Ja, stimmt. Wir haben so einen roten Bären. Was ist mit dem? Das sieht anders aus als normale Tür, oder? Vorne drauf gedrückt hat, aber hier hinten hätte quasi nur eine Hand zwischengeschoben. So sah das für mich jetzt aus, als ich das so von der Seite. Okay. Deshalb habe ich das ja gerade gesagt, mit dem noch einen weiteren. Ja, ja, verstehe ich schon. Das ist jetzt auch kein, habe ich jetzt bei dir auch gemacht. Das ist echt angenehmer. Klopf, klopf. Wer da? Wo wird denn hier Regenhöhlen für Rucksack? Was denn? So, es sind noch 2,4 Kilometer bis Ortseingangsschild Hopfen am See. Es wird nochmal so ein kleiner Feinschliff vorgenommen an der Begurtung der Rucksäcke. Säcke? Säcke? Und dann geht's weiter. Ja,
Ja, weil wieder immer im falschen Licht ist und nicht vor, sind wir halt noch nicht da. Heck drauf! Ja! Jemand ein Stück Brüsselkeks? Nein, danke. Nackt den ich schon 10 Minuten.